Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Montag, dem 24. Oktober 2022. Der DAX ist gut in die neue Börsenwoche gestartet und zwar mit einem Plus von rund 200 Punkten oder umgerechnet 1,58%. Doch noch immer, und das sehen wir anhand des vorliegenden Wochencharts und vier positiven Handelswochen in Folge, ist noch immer der Abwärtstrend intakt. Und diese Woche dürfte sich eben entscheiden, wohin die Reise geht, denn es stehen eine Reihe von Quartalszahlen in Deutschland, aber auch in den USA auf der Agenda. Und somit werden zahlreiche Impulse eben hier auf den deutschen Aktienindex einhergehen. Aber die wohl wichtigste Entscheidung findet am Donnerstag statt, denn dann tagt eben die EZB und es geht eben um die nächste Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank. Lassen Sie uns dann noch auf die Aktie des Tages blicken. Und zwar ein Blick auf die Aktie von Hannover Rück. Während wir beim DAX gesehen haben, dass der Abwärtstrend noch intakt ist, genau andersherum ist es jedoch bei der Hannover Rück. Also positiv, denn der Aufwärtstrend, er ist und bleibt unverändert umkämpft. Und zwar kämpfen die Bullen dafür, diesen immer wieder zu verteidigen. Und damit offenbaren sie sich eben die Chance für Kurse bis in die Region von rund 165 Euro. Und diese Chance ist und bleibt auch gegeben, solange die Aktie hier weiterhin ihren soliden Boden, wie auch eben jetzt im Monat Oktober ausgebildet wurde, verteidigen kann. Und damit sind eben Kurse bis in diesen Bereich möglich. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen früh, wie üblich, dann mit dem Blick auf die Wall Street und wie gesagt, der Blick auf die spannenden Quartalszahlen in dieser Handelswoche.